Sonic, the heart of your system. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum fünften Tischbau-Video. In den Videos 2 und 3 haben wir ja mit euch zusammen bei Case King diese Acrylplatten bzw. diese Acrylplatten hier gelasert und geschnitten, beklebt, verklebt und dann am Ende auch befüllt. Und ihr habt natürlich auch mitbekommen, dass wir ein bisschen gefailt haben. Also ich habe ein bisschen gefailt, als ich den Kleber aufgetragen habe. Das Ganze holen wir in diesem Video nach, denn wir haben neue Acrylplatten heute gelasert, haben auch einen anderen Kleber dabei. Dazu kommen wir aber gleich. Wir haben uns gedacht, weil in den letzten vier Videos natürlich auch relativ viele Fragen von euch zusammengekommen sind, schneiden wir jetzt mal so ein bisschen ein paar Fragen rein. Und Mary hat sich die coolsten Fragen oder die wichtigsten Fragen von euch erstmal rausgesucht. Und ich würde sagen, damit legen wir uns erstmal los. Die erste Frage, die ich mir rausgesucht habe, kommt von Dieter Linde. Planst du die ganzen Details vorher irgendwie am PC? Es gilt ja, Einbaumaßnahmen zu beachten oder ist das Trial and Error? Wie lange hat die Planung ungefähr gedauert? Ich meine, das macht man ja nicht einfach mal so ohne Planung, oder? Das ist richtig. Wann haben wir angefangen mit der Idee? Wann kam ewig die Idee? Ewig her. September? September kommt hin wahrscheinlich, ja. Ja, also die Idee ursprünglich kam ja von ihr, dass wir so ein Special zu Weihnachten machen und dann eben nicht nur ein PC-Bau-Special, weil da haben wir ja schon an meinem PC gearbeitet, sondern auch dieses Tischbau-Video. Und da ist natürlich auch der Anspruch, hey, wir wollen irgendwas Cooles machen, nicht nur irgendwie zwei Systeme reinbauen. Dann kam der 9900K und Z390, also haben wir uns gedacht, alles klar, nehmen wir auch die aktuellste Hardware, damit es auch ein bisschen interessanter wird. Und bei so einem Projekt ist es natürlich so, wir haben wirklich relativ viel Planung alleine, um die ganzen Komponenten zu organisieren. Das heißt, wir mussten uns dann erstmal überlegen, was bauen wir, wie gesagt, als Plattform rein. Als dann Z390 stand und wir Asus als Partner haben, haben wir dann gesagt, okay, jetzt schauen wir uns mal RAM an. Dann wollte sie unbedingt Team Group haben, weil Team Group RAM sehr schön aussieht. Genau. Und dann natürlich zum Beispiel Wasserkühlungskomponenten, dann haben wir EK angeschrieben und da ist auch das relativ aufwendig, weil du musst dann zum Beispiel EK eine komplette Liste geben. Ja, welches Fitting muss rein? Also ein Fitting 16 Mal, das andere 15 Mal und dann Tubes und Ausgleichsbehälter, Pumpen und so weiter. Das alles aufzulisten dauert ein bisschen. Dann muss man natürlich genau schreiben, wozu verwendet man die Komponenten, wie viele Videos produzieren wir, wie viele Views werden dann hoffentlich auch erreicht, damit die Partner auch was dafür sehen, ist ja klar. Dieser ganze Planungsprozess, würde ich sagen, hat locker 2 Monate gedauert. Und dann kommen ja auch noch so Ideen, die einfach so zwischendurch in der Planung einfach mal kommen, wenn zum Beispiel ich einfach mal ein Video sehe, wo einfach Acrylplatten gelasert wurden und das mir eigentlich gut gefällt und ich das dann auch auf meinem Tisch haben möchte. Ja genau, es gab irgendein Video von irgendeinem Modder. Ich weiß nicht, wie du das gefunden hast, aber ich weiß es auch nicht mehr. Da wurden irgendwelche Acrylplatten gelasert und irgendwelche Logos haben geleuchtet. Und dann haben wir uns gesagt, das ist schon mal vom Grundprinzip her sehr geil. Aber wir wollen es noch geiler. Wir wollen es noch geiler haben. Und deswegen haben wir das dann mit der Carbonfolie gemacht und dann noch mit diesem Wasserkanal. Die zweite Frage kommt von XDK. Verschrauben der Platten ist keine Option. Dann könntet ihr eine Nutrend fräsen und eine Gummidichtung verwenden. Brillante Idee. Das bringt mich auch darauf, was man eigentlich an die erste Frage noch ranhängen könnte. Natürlich entstehen diese Videos nicht an dem Tag, wo wir das Video hochladen. Das ist ganz klar. Also dieses Projekt oder solche Projekte, die dauern so lange, bedürfen so viel Planung, dass wir das gar nicht hinbekommen würden, das an einem Tag aufzunehmen und dann zu schneiden, hochzuladen. Das geht überhaupt nicht. Also die Videos, die ihr gesehen habt, am Weihnachten, 1., 2., 3. Weihnachtsfeiertag, was? Dritter Weihnachtsfeiertag? Drittes Video. Drittes Video, genau. Die sind natürlich lange vorher entstanden. Das heißt, die haben wir Anfang Dezember schon gedreht. Und wir haben uns sehr gefreut, dass ihr die gleiche Idee hattet, die Mary glücklicherweise schon hatte. Ich wollte gerade sagen, die ich hatte. Genau, weil wir haben, also ich habe ja hier gefailt mit dem Kleber und dann hat sie gesagt, ey, können wir nicht einfach eine Nut reinfräsen? Und das haben sehr viele von euch auch gesagt. Und ja, es freut mich natürlich, wenn wir alle zusammen auf den gleichen Nenner gekommen sind. Und so ist die Geschichte mit der Nut entstanden und deswegen machen wir heute auch den Ausgleichsbehälter nochmal neu. Um zur Frage zurückzukommen, warum wir das Ganze nicht mit Dichtungsringen machen können. Das können wir nicht machen, weil das mit dem Laser nicht funktioniert. Also ein Laser, der kann nur 2D-Bearbeitung. Ihr könnt nur eigentlich schneiden oder halt nicht schneiden. Also so wie bei dieser Platte zum Beispiel. Das heißt, wir haben hier diesen schönen Ausschnitt. Den können wir einfach machen mit dem Laser oder den hier unten. Aber viel mehr geht halt eigentlich nicht. Bei einer Fräsmaschine könnt ihr natürlich schöne Nuten fräsen in 3 mm Tiefe oder sowas. Habt eine schöne Oberfläche. Das geht alles mit dem Laser nicht. Mit dem Laser kann man bedingt gravieren in einer gewissen Tiefe, aber die Gravur ist sehr ungleichmäßig und die Oberfläche davon ist extrem rau, weil der Laser halt in vielen einzelnen
Abschnitten da drüber fährt, über die Oberfläche und quasi Material immer punktuell abträgt, aber halt nicht so einheitlich wie ein Fräser. Dementsprechend ist die Oberfläche sehr rau und wir können gar keinen Dichtungsring reinlegen, weil der einfach an der Stelle gar nicht dicht wird. Und solange wir keine CNC-Fräse haben, können wir uns irgendwann mal noch kaufen. Mir hat es aber nicht ins Budget gepasst. War diesmal leider nicht drin. Dementsprechend ist es für uns leider mit dem Equipment, was wir haben, nicht möglich, das Ganze mit Dichtungsring zu machen und deswegen müssen wir es verkleben. Dann die dritte Frage kommt von Sebastian Spieler. Vielleicht die Platten vollflächig verkleben, ein Versuch wäre es wert. Vorteil wäre dann auch, dass es stabiler wird und es auch besser abdichtet. Es wäre stabiler, es würde besser abdichten, definitiv, aber es würde viel, viel schlechter aussehen, weil dieser Acrylkleber, also ist egal, ob wir jetzt diesen nehmen oder den Zwei-Komponenten-Kleber von vorher, der löst die Oberfläche vom Acryl immer ein bisschen an und dann entstehen einfach sehr große Spannungen im Acryl und das Acryl reißt immer ein. Ich mache da gleich noch einen Close-Up-Shot für euch, ihr werdet das wahrscheinlich jetzt gerade eingeblendet sehen und da ist es einfach so an der Kante von diesen Platten, da sieht man das schon, wenn man seitlich reinschaut, dass da überall so kleine Risse sind und diese Risse, die hätte man auf der kompletten Oberfläche, wenn man reinschauen würde, auch. Und das würde dann wirklich sehr unschön aussehen. Frage Nummer 4 kommt von Tommy Hommy 1. Wieso kommen keine NVMe-SSDs in den Tisch? Die Frage beantworte ich mal. Muss ich gerade sagen. Okay. Also ich habe zu Hause einfach schon eine 1 TB und die tauschen wir einfach dann bei mir aus. Also ich würde sagen, das reicht dann auch schon. Kann man so sagen. Ja. Frage 5. Warum im NAS-System ein Z390-Board, wieso kein AMD? Kein AMD kann ich eigentlich relativ einfach beantworten, weil wir RAID 5 geplant haben und soweit ich weiß, unterstützen keine AMD-Desktop-Plattformen RAID 5. Z390, Z370 und so weiter unterstützen aber alle RAID 5 und weil wir das machen wollen, haben wir uns gedacht, natürlich, wenn es dann schon so eine Limitierung gibt, dann nehmen wir auch Z390, ein kleineres Board, dass es optisch auch schön zum Großen passt und das Ganze ein bisschen einheitlicher wird. Frage Nummer 6 kommt von Max Lied. Warum hast du dich dieses Mal für 16mm Hardtubes entschieden? Die darf ich auch beantworten. Und zwar sind 12mm Tubes einfach zu klein und wir haben halt relativ viel Platz am Tisch. Deswegen hoffe ich, dass es dann mit 16mm Tubes auch einfach ein bisschen mehr ausfüllt und dann auch wieder schön aussieht. Frage Nummer 7 kommt von Sergeant Arschkeks. Das Einzige, was ich nicht checke, ist, warum bei allen PC-Builds meistens nur das Dual-Channel-RAM verwendet wird. 32 GB oder 64 GB Quad-Channel schaut meistens besser aus und bringt halt dann doch noch Performance. Also Performance wird es nicht bringen, weil Z390 nur Dual-Channel unterstützt. Also du kannst zwar 4 Sticks reinstecken, aber deswegen hast du trotzdem nur Dual-Channel und kein Quad-Channel. Ob das jetzt besser aussieht, das muss jeder für sich entscheiden. Es gibt viele, das habe ich auch schon gesehen, die sagen, okay, ich möchte unbedingt 4 Sticks drin haben, weil mir gefällt das. Ich persönlich mag das eigentlich, wenn nur 2 drin stecken und man dazwischen ein bisschen mehr Platz hat, weil man dann die RAM-Sticks mehr sehen kann. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Aber es würde keinen Vorteil bringen, performance-technisch, wenn wir jetzt Vollbestückung machen würden. Und die 8. und letzte Frage, die ich rausgesucht habe, kommt von Lechner 12345. Hi Roman, jetzt mal ernsthaft. Ist Direct Die besser als ein größerer vernickelter Silber IHS? Ja, ist es wirklich, weil wir einen Wärmeübergang weniger haben, weil wir haben einmal weniger Wärmeleitpaste oder einmal weniger Flüssigmetall. Dementsprechend ist es auch egal, wie gut das Silber die Wärme ableiten würde und dementsprechend ist Direct Die, zumindest für meinen Tests aus, immer besser. Der Unterschied ist nicht mehr groß, also wir reden dann zwischen Silber Heatspreader und Direct Die reden wir vielleicht von 3 oder 4 Grad, 5 Grad vielleicht. Also der Unterschied ist nicht so groß, aber er ist definitiv da. Und ich würde sagen, damit sind wir durch mit den Fragen. Und ja, ich habe keine Fragen mehr, Herr Hartung. Das freut mich sehr. legen wir los. Das heißt, Acrylplatten verkleben, das kennen wir ja schon. Wir müssen noch Gewinde schneiden diesmal, das haben wir letztes Mal nicht gemacht. Und ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Let's go. Ich habe jetzt gerade die alte Platte aufgebrochen, hier an der Seite, um die LED-Streifen rauszuholen, weil die LED-Streifen sind in der Theorie 10 mm hoch. Waren in der Praxis aber ca. 11 mm hoch, das heißt wir mussten bei denen an der Seite erstmal das Silikon ein kleines bisschen wegschneiden. Das hat relativ lange gedauert, deswegen habe ich mir gedacht, hole ich die lieber wieder raus und packen wir die auch in die neuen wieder rein. Die kommen hier unten in diese Aussparung und die muss ich jetzt an der Seite hier mit dem Dremel auftrennen, dass ich dann den LED-Streifen von der Seite auch anschließen kann.
Beim letzten Mal haben wir Agrifix 2-Komponentenkleber verwendet. Der ist eigentlich extrem gut, weil er immer aushärtet, unter allen Bedingungen, also muss nicht unter UV aushärten oder sowas, aber er härtet eben relativ schnell aus. Das heißt, wenn man den angemixt hat und trägt ihn auf, dann hat man so 2 bis 3 Minuten und dann ist eigentlich die Geschichte durch. Wenn man es nicht richtig verklebt hat, dann ist es eben undicht. Dann gibt es von Agrifix noch mehrere Einkomponentenkleber. Da gibt es den bekannten, der ist UV aushärtend. Das ist der, den man so meistens auf Amazon findet. Der ist gut, wenn man UV-Licht hat, wenn man eine vernünftige UV-Lampe hat oder wenn es draußen Sommer ist und man kann das Ding irgendwie 5-6 Stunden in die Sonne legen, dann ist das ganz gut. Aber Winter ist es ziemlich blöd und die UV-Lampe, die ich habe, die ist auch nicht so wirklich gut. Deswegen verwenden wir 1S0116. War relativ schwierig zu finden, aber sehr, sehr guter Kleber. Habe ich für ein paar von den Aqua Exhalare Projekte schon benutzt und den verwenden wir jetzt auch. Das heißt, wir tragen den jetzt auf diese Bodenplatte hier auf. Da haben wir eben diese Tiefengravur hier, die außen rum geht und dann müssen wir das auf diesen kleinen Steg hier auftragen und hier außen rum und dann sollte das eigentlich funktionieren. Wir haben jetzt von beiden Platten die Folien abgezogen und werden jetzt noch zum Schluss diese Platte mit der roten Flüssigkeit füllen und die andere mit der blauen Flüssigkeit. Und ja, das werdet ihr jetzt gleich noch sehen und ich verabschiede mich schon mal. Bis zum nächsten Mal. Roman, sag auch noch Tschüss. Tschüss. Sie dürfen aufhören. Planst du die ganzen Details vorher irgendwie am PC? Es gilt ja einmal. Sind Sie nervös, Frau Fuchs? Nein, eigentlich nicht. Na dann. Ich habe nur ein bisschen Wortsalat. Wortfindungsstörungen? Nein. Ist gerade aufgestoßen. Mhm. Das ist unser eklig.